Willkommen bei Red Matter zurück. Oder willkommen zurück bei Red Matter, so rum. Also, wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben und ich habe was rausgefunden. Seht ihr diesen Ring hier? Da muss nämlich die Scheißsonne von dem Planeten rein. Und mit den Strichen war ich nämlich schon richtig gewesen. Da haben wir nämlich hier einen, da einen und da oben haben wir noch einen. So, ich habe das Level nochmal gestartet, deswegen spricht der Roboter noch einmal. So, und jetzt müssen. Das muss haargenau stimmen, weil sonst. Funktioniert der Mist nicht. Also. So. Da muss nämlich genau ein Ding immer dazu passen. Wir müssen nur sehen, wo es ist. Durch das Licht sieht man das extrem schlecht. Da ist es nämlich. So. Das passt nämlich mit den anderen. So zusammen. Seht ihr das? Das passt mit denen. Jetzt gehen wir hier oben hin. Verbinden das mit den letzten. So, jetzt kommt hier schon mein Gitter zum Vorschein. So. Jetzt müssen wir es nur da oben noch finden. Ja. Da ist es. Seht ihr das? Also man sieht es ganz. Ganz leicht, da sieht man es. Ich glaube, nee, halt, wir müssen noch eine Runde rum. So. So. Zack. Perfekt. Sehr schön. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir die Antenne. Jetzt sind schon mal wenigstens die Computer an. Das ist ja schon mal sehr schön. So. Genau, jetzt haben wir wenigstens hier Strom. So, Stuhl, geh mal weg. So. Okay. Ah, da können wir was einstellen, okay. Da geht noch nichts. Dann messen das mal so vielleicht. Gucken mal, in welche Richtung das richtig ist. Ah, das sieht cool aus, dass man das draußen steuern kann. So, okay. Ah, okay, wir müssen die Linien auf. Genau. Müssen sie noch ein bisschen dünner machen. Schönes Geräusch, ne? Alter. Nee. Zurück. Oh, sorry dafür. Ah, aber... fast. So. Und dann noch was drücken? Lässt sich irgendwas drücken. Antenne muss... ja, ja. Okay, die muss erst ausgerichtet sein. Tuning, genau. Ah. Sehr schön. Now find an interface terminal so you can transfer the data from your scanner.
So, los geht's mit den Daten hochladen. Hallo. So ein Stück lauter machen. So. Oh, das ist wieder so der Typ. Head to base of antenna. Okay. Der hält uns wieder was hin, ne? Sollen wir es nehmen oder sollen wir es nehmen? Nein, wir nehmen es. Aber er ist immer gleich verschwunden, ne? Mal schauen, wo es hingeht. Okay. Krass. Das sieht cool aus hier. Ja? Wake up. Wake up. Träumen wir den ganzen Scheiß nur? Nee, wake up, Sascha. Ich habe kein gutes Gefühl, dass das gut für uns ausgeht. Damn it! Somebody tell me what's going on. I've lost the subject. We need that information, no matter the cost. Schaut euch das mal an. Boah, ist das genial! So. Da vorne sind wir rein. Eigentlich krass, wie lange wir da gebraucht haben. I'm offline. I've lost all contact with the subject. Can't lose this thing now that we're so close. No, no, damn it. Wir sind fast an der Antenne. Telling me what the hell is going on? The subject is rejecting the simulation. We're losing them. Ach, da geht's weiter. I didn't come this far just to lose what's inside that skull. Nurse! Nurse! Ich bin gerade nur still, das ist ja gerade richtig geil. Hell, not on my watch. We'd never gotten this far. I need you to send me back now. Handshake in 3, 2, 1. Epsilon? Epsilon, do you read? Defeat him. Epsilon, listen up. This is important. Stop whatever it is you're doing. You're jeopardizing both yourself and the mission. Epsilon, I order you not to proceed. Go back to the base. Nein. Wait, what are you doing? No, Epsilon, don't do it. Don't go any further. It can't be. Nurse, terminate the simulation. Get me offline now. Nurse? Nurse!
Sasha, do you hear me? Look, we can strike a deal. Stop! No, please! The simulation has ended. Can you hear me, Professor? I regret to inform that the subject, Sasha Riss, did not survive the transition. Are you all right? Professor, you're probably feeling a little confused after severing the connection. Don't worry, I'm here to help you. Das war eine Simulation? Once you've assimilated what has happened, press the button to your left. I'll be waiting on the other side. Okay. Jetzt bin ich wirklich baff. Jetzt bin ich wirklich baff. Das war eine Scheiß-Simulation. Slava, Comrade. Das war eine Simulation. Aber eine geile Simulation. Richtig geil. So, wir haben es geschafft. Red Matter ist durchgespielt. Also richtig cool. Wer auf Puzzle und Science Fiction, das ist ja mal richtig cool gemacht. Also so ein Twist am Ende hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber cool. War ein schönes Let's Play. Wir haben das komplette Spiel durchgespielt. Mal schauen wir mal, was wir als nächstes Schönes machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Let's Play-Reihe. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao.